Ich wollte eigentlich hier drin die Kisten noch mitnehmen, wenn möglich. Vielen Dank. Deckungskraut, anregende Pflaume, Heiltraube. Ich habe eigentlich auf ein bisschen Geld gehofft. Donnerseelenstein, schade, kein Geld. Naja. Was wollt ihr? Ich habe hier nichts für euch, ehrlich. Aha. Na gut, wenn du das sagst. Wenn der Bengel das sagt, dann wird er schon recht haben. Nee, wird er nicht. Der hat eindeutig gelogen, aber wir können ihn leider Gottes nicht drauf ansprechen. Hallo. Gleich hinter diesem Tor findet ihr den Palast von Atlas dann. Im Osten findet ihr die Königliche Akademie, an der die besten Denker des Reiches ihre Ausbildung erhalten. Ja. Mensch, Dankeschön. Russell hat eine ziemlich schwache Konstitution. Ich weiß nicht, warum er in solches Risiko eingegangen ist. Russell, hä? Okay. Ein Jack Russell Terrier. It's me, Cyrus. Guten Tag, ich heiße Albright, Cyrus Albright. Und ich hoffe, im Spezialarchiv stöbern zu können. Oh, Professor Albright, ihr seid so energetisch heute. Ich hörte, es wäre ein gestiftetes Exemplar von Die Kirche der Heiligen Flamme, eine Gesamterstellung, eingetroffen. Das muss ich einfach als erster in Augenschein nehmen. I see. Ihr seid besser über unseren Bestand informiert als wir Bibliothekare, wenn ihr euch hier eintragen möget. With pleasure. Gewiss, gewiss, gewiss. Stimmt etwas nicht. Actually. Jemand, der als brillantester Geist der Königlichen Akademie gilt. Seid ihr, wenn es um Bücher geht, so aufgeregt wie ein Schuljunge? So hat das noch keiner formuliert. Und doch, wie ein Kind von einem neuen Spielzeug fasziniert ist. So erregt mich die Aussicht auf neues Wissen. I see. Zweifellos. Der Ausdruck auf eurem Antlitz spricht Bände. Gut, es scheint alles in Ordnung zu haben. Viel Vergnügen bei eurem Streben nach Wissen, Professor. Many thanks. Vielen Dank. Das werde ich gewiss haben. Das hoffe ich doch. What have we here? Seltsam, der Foliant ist nirgends zu finden. Ich finde es schade, dass die Bücherregale alle identisch aussehen. Hat jemand ins falsche Regal gestellt? Hm, hier ist er auch nicht. Da hätte man halt echt ein bisschen Abwechslung reinbringen können. Diese Archive werden strengstens überwacht und gepflegt. Wohin mag es nur verschwunden sein? Ah. Professor Albright! Professor Albright, der Schulleiter möchte euch umgehend sprechen. Schulleiter? Was will der denn? Ah. Ausgerechnet jetzt. Ah. Könntet ihr mir einen Gefallen tun? Und was wäre das? The truth is. Der Foliant, den ich erwähnte, ist nicht aufzufinden. Könntet ihr ihn für mich suchen? I see. Nicht aufzufinden? Hm. Ich werde sofort nach ihm suchen, Professor. Many thanks. Ja, vielen Dank, werteste. Übrigens habt ihr gesehen, die heißt Mercedes wie das Auto. Cyrus Albright, by your request, sir. Do enter. My apologies for summoning you on such short notice.
How might I be of assistance, Headmaster? That treatise on arcane studies you published. What in the gods' names were you thinking? Sir? I do believe I made my hypothesis perfectly clear. I'm not talking about your hypothesis. You went out of your way to cite one of the texts in our special archives. The knowledge housed in those tomes is the Royal Academy's greatest treasure. It is not to be divulged to the public at your whim. Laying it bare in one of your silly papers is out of the question. I am fully aware of the value of those tomes, Headmaster. It is for that very reason I would share the knowledge with my peers. You are to share nothing! That wisdom is for the Academy and the Academy alone! But that goes against everything... Enough, Cyrus! Even my best argument is sure to fall on deaf ears. The Headmaster sees knowledge as a medal or precious stone. Something to be appreciated by its rightful owner alone. Knowledge is power, and power is to be hoarded. An unfortunate attitude. My sincere apologies, Headmaster. It won't happen again. Is there anything else you need of me? That is all. You may go. Wait! There was one last thing. Sir? I heard the Special Archives will be closing early today. If you have research to do there, I would do so quickly. Good gods. It's as if he enjoys watching me suffer. Thank you for your concern, Headmaster. In that case, I'll be on my way. Oh nein, das Spezialarchiv schließt früher. Ich leide. Ich kann nicht so lange lesen, wie ich möchte. Nein. Enter. Excuse me. What's the matter? Ja, was gibt es denn, Therese? Es geht um Professor Albright, Herr. Also. Ja. Sprich dich aus, Mädel. Ja. Dann wollen wir doch nochmal hier hinein. Can I help you? Ah, Professor Albright. A moment of your time. Hattest du Glück mit dem Folianten? My apologies. Ich fürchte nicht. Say it is not so. Nun, das ist äußerst bedauernswert. Man könnte daraus schließen, dass er gestohlen wurde. Actually. Professor, die Dokumente sind ausschließlich zum Nachschlagen gedacht und dürfen nicht mitgenommen werden. Und einen Schlüssel haben nur wenige Vertrauenspersonen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass ausgerechnet hier etwas gestohlen wurde. Tja. Geschlossenes Gewölbe. Verschwundener Foliant. Wir sehen uns mit einem richtigen Rätsel konfrontiert. Und die Rätsel der Welt wollen gelöst werden. Zumindest glaube ich das als Gelehrter. Meint ihr nicht auch? Klingt wie Picarat. Ich weiß ja nicht. Ich würde sagen, wir brauchen so eine komische Schirmmütze und eine Pfeife und einen Doktor.
Wir brauchen den Doktor als Begleiter. Am besten sollte der John heißen oder so. Keine Ahnung, wie ich darauf komme. Wenn er gestohlen wurde, würde ich sagen, das ist eine Aufgabe für die Palastwache. Aber ich sehe schon, ihr werdet nicht locker lassen, bis ihr den Fall geknackt habt. Indeed. Das kann man wohl so sagen. Eine Angewohnheit, die ich einfach nicht ablegen kann. Wenn mir ein Rätsel vorgelegt wird, kann ich nicht ruhen, bis ich eine Lösung gefunden habe. Na, wir brauchen keinen Zylinder und einen Jungen in Blau als Begleiter. Nein, nein, wir brauchen eine Schirmmütze. Also eine sehr, ne, so eine komische braune Schirmmütze. Und einen Doktor als Begleiter. Und, eine Liebschaft, die es auf uns abgesehen hat. Was? Egal. Wir brauchen eine Liebschaft, die nach einem Vogel benannt wurde. So. Oder die. Egal. I see. Nun, da möchte ich natürlich nicht im Wege stehen. Es ist bestimmt hart, ein Genie zu sein. Aber dein Amsel. Ein bisschen größer. So. Hauptvogelgröße. So ein. Keine Ahnung. Ein Adler beispielsweise wäre eine ganz interessante Sache. So. Leave it to me. Das habe ich öfter gehört. Und kann es nicht verleugnen. Keine Sorge, ich stöbere den Folianten immer nur wieder auf. Take care. Gut, vielen Dank und viel Glück bei der Suche. Eike? Peter Falk. Und das Spiel hat begonnen. Aber wo mit der Suche beginnen? Ich sollte wohl Mercedes fragen, wo die Schlüssel zur Bibliothek verwahrt werden. Die Wache am Eingang wird wissen, wer in letzter Zeit regelmäßig in der Bibliothek war. Ebenso wie meine gelehrten Kollegen. Dann sollte ich dem Schulleiter vielleicht auch einen Besuch abstatten. Nutzt die einzigartigen Aktionen jedes Charakters, um alle Hindernisse zu überwinden. Cyrus kann via Studieren von Stadtbewohnern neue Erkenntnisse erhalten. Jo. Dann wollen wir mal sehen. Aussage, natürlich habe ich einen Schlüssel zum Archiv. Und nein, ich habe nicht geschlafen. Ich habe lediglich meinen Augen etwas Ruhe gegönnt. Aber selbst wenn ich geschlafen hätte, wer stiehlt denn ein wertloses Buch? Sehr interessant. Okay. Das klingt schon mal nicht so dolle. Are you all right? Habt ihr das Buch, die Person gefunden, die das Buch gestohlen hat, Meister Cyrus? Nee, leider noch nicht. Aber wir wollen dich mal studieren. Wir nehmen ihn Cyrus Holmes, richtig. Nur Schulleiter Ivan und die vor der Tür postierte Wache verfügen über den Schlüssel zum Bibliotheksarchiv. Okay. Sehr interessant. Ah. Den Schlüssel zum Archiv? Oh, den habe ich nicht. Aber es überrascht mich nicht, dass jemand ein Buch gestohlen hat, so wertvoll wie die sind. Ich habe selbst Spielschulden, kann die Versuchung also nachvollziehen. Sehr interessant. Das hat also Spielschulden, hä? Huh? Er wird doch nicht etwa. Zu. Zu. Naja. Hier oben, ja. Studieren wir dich mal. Mir wäre es wohl, dass ich einen Schlüssel für die Sonderarchive habe. Und niemals so töricht wäre, sie in die falschen Hände fallen zu lassen. In jedem Fall gab es für mich schon länger keinen Grund mehr, diese Bücher zu studieren. Ah. Hat einen Schlüssel, das stimmt, aber der Stopp, den er angesetzt hat, was? Irgendwas. Splendid.
Einspruch. Mit diesen Informationen sollte ich den Fall lösen können. Wer besitzt Schlüssel zum Archiv? Der Schulleiter und die Wache. But of course. Natürlich, jetzt ergibt alles Sinn. Allein der Schulleiter und die Wache haben einen Schlüssel zum Archiv. Mit wessen Schlüssel wurde das Archiv aufgeschlossen? Mit dem der Wache natürlich. Schulleiter hält seinen Schlüssel im Büro unter Verschluss. Weiterhin hat er das Archiv heute nicht betreten. Andererseits hat sich die Wache in letzter Zeit recht verdächtig verhalten und sogar im Dienst geschlafen. Oho. Wenn jemand diese Information gehabt hätte, wäre es diesem ein leichtes gewesen, ihm den Schlüssel abzunehmen. Oh. Moment mal. Wäre es nicht möglich, dass es die Wache selbst war? Nein. Fehlt das Motiv. Muss jemand gewesen sein, der den wahren Wert der Bücher im Archiv kennt. Andere Worten, der Schuldige ist nahezu sicher selbst ein Gelehrter. Vor allem ein Gelehrter, der erschreckend hohe Spielschulden angehäuft hat. Which means that... Anders gesagt, unser Übeltäter ist kein anderer als... Russell. Yes. Zweifellos. Russell, dieser gerissene Gelehrte. Ja, ich wage zu behaupten, meine Logik ist narrensicher. Nein, das hätte theoretisch auch jeder andere sein können. Nur weil Russell dir gesagt hat, dass er Spielschulden hat, heißt das nicht, dass er wertvolle Bücher klaut. Shall we begin? Nun muss ich nur noch Russell finden und ihn zu einem Geständnis bewegen. Angeblich geht er seinen Forschungen heute unter der Erde nach. Es ist wohl an der Zeit, selbst ein wenig Feldforschung zu betreiben. Dann werde ich diesen verdächtigen Gelehrten doch einmal genauer unter die Lupe nehmen. Ihr möchtet also mit mir kommen? Ihr seid offenbar auch recht neugierig. Aber natürlich sind Rätsel nur dazu da, gelöst zu werden. Schließlich sollte man immer bedenken, dass... Da fange ich schon wieder an. Ich will euch kein Ohr abschwatzen, ich bin dankbar für eure Hilfe. Gehen wir also an die Arbeit. Russell wird zweifellos in seinem Labor dort unten zu finden sein. Okay, damit haben wir jetzt auch Cyrus in der Gruppe. Und ein bisschen mehr Kohle, sodass wir Cyrus auch minimal ausrüsten können. Was ich gut finde. So. Kaufen. Oh, du nutzt auch Stäbe. Okay. Ja gut, ne? Dann verstehe ich jetzt auch, warum hier die Gegner draußen schwach gegen Stäbe sind. So. Und dann holen wir dir noch ein Schild. So. Ich denke, das passt. Ich denke mal, das passt erstmal. Und damit ab in die Höhle. Ja, es gibt immer nur eine Wahrheit und ich finde sie. Man nennt mich Detektiv Cyrus. Denn wir wissen alle, die Liebe kann nicht warten. Let us begin. What next? Oh. Okay.
Okay. Cyrus deckt eine Schwäche direkt auf, wie es aussieht. Das ist gut zu wissen. Das ist praktisch. Okay. Ah. Wahrscheinlich Eis, ne? Jo. Und Licht aus? Nee, keine Schwäche. Aber macht halt trotzdem ganz gut Schaden. Feuer. Yo. Okay. Gelehrte sind also Schwarzmagier. Gut.